Hallo alle zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mache ich ein ganz außergewöhnlich leckeres Kleingebäck. Uns schmeckt dieses Gebäck sehr gut. Ich freue mich, euch das heute zeigen zu können. Bleibt dabei und schaut euch das an. Macht dieses Gebäck auch unbedingt mal nach. Ich denke, euch wird das auch sehr gut schmecken. Ich wünsche euch viel Freude beim Anschauen und auch beim Nachbacken. Für den Teig brauchen wir 250 Gramm Quark, ein Ei, 2 Esslöffel Milch, 120 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, das sind 8 Gramm, 60 Milliliter Öl, 400 Gramm Mehl und ein Päckchen Backpulver, das sind 16 Gramm. Ich gebe jetzt alle Zutaten in die Rührschüssel von der Küchenmaschine. Zuerst den Zucker, dann die Milch. Den Teig mache ich heute mit der Küchenmaschine, mit dem Knethaken. Man kann ihn aber auch mit dem Mixer machen, auch mit dem Knethaken. Dann das Öl, das Ei, den Quark, das Mehl vermische ich noch so mit dem Backpulver, damit sich das Backpulver schön im Mehl verteilt, und gebe ich auch dazu. Außerdem gebe ich noch eine Prise Salz dazu. Jetzt mixe ich das Ganze mit dem Knethaken, bis ein einheitlicher Teig entsteht. Der Teig ist jetzt fertig, wenn er so schön von den Rändern loslässt. Den Teig drücke ich jetzt noch so ein wenig zusammen und forme mir so eine Kugel daraus. Diese Kugel teile ich jetzt in 4 Teile. Und lege mir jedes Teil hier zur Seite, auf die bemehlte Arbeitsfläche. Dieses Teil beginne ich jetzt auszurollen. Ich bemehle mir die Fläche wieder mit Mehl und mache einfach so einen runden Fladen daraus. Der Teig ist sehr schön und lässt sich auch sehr gut verarbeiten. Wenn ich den Teig soweit ausgerollt habe, der ist jetzt wahrscheinlich so 3 mm dick, kann ich beginnen auszustechen. Ich habe hier so eine Form, da könnt ihr auch was anderes nehmen, was ihr gerade zu Hause habt. Die hat jetzt einen Durchmesser von 9 cm. Damit steche ich das aus. Man kann aber auch etwas Kleineres nehmen. Es muss jetzt nicht unbedingt diese Größe haben. Mache ich jetzt so runde Kreise daraus. Den Rest arbeite ich einfach hier in diese Kugel ein. Diese Kreise lege ich mir jetzt auf ein Backblech. Ich habe hier schon Backblech mit Backpapier ausgelegt und hier lege ich die jetzt drauf. Ein wenig Abstand halten ist gut. Und so mache ich es jetzt auch mit dem zweiten Ballen. Rolle mir einfach wieder so etwa 3 mm dick aus
Wenn ich ein Blech soweit fertig habe, beginne ich auch schon mit der Füllung. Für die Füllung nehme ich heute Zwetschgen. Man kann natürlich auch Pflaumen nehmen oder Äpfel. Mit Äpfeln, so ein Rezept habe ich schon auf meinem Kanal. Das könnt ihr euch dann auch anschauen. Ich werde es in der Beschreibung verlinken. Heute mache ich allerdings mit Zwetschgen. Die habe ich inzwischen abgewaschen und werde die jetzt klein schneiden in kleine Würfel. Die Zwetschgen werde ich jetzt erstmal auf die Hälfte teilen. Meine Zwetschgen sind schon sehr reif und je reifer, desto besser, desto süßer sind die. Und dann schneide ich die noch hier so in Streifen. Einmal, also zweimal durch und einmal in die Mitte entlang. So, das gibt dann so kleine Stückchen, keine richtigen Würfel. So, so. Etwa so groß will ich die haben. Und dann einmal in der Mitte durch. Etwa so. Und so mache ich das jetzt auch mit den anderen Zwetschgen. Schneide die alle so in kleine Stückchen praktisch. Wenn ich einen Teil der Zwetschgen so zerschnitten habe, dann fange ich auch schon an zu formen. Die anderen Zwetschgen zerschneide ich mir dann später, damit die mir hier nicht dunkel werden. Und beginne jetzt einfach so die Stückchen hier drauf zu legen. Alle ganz nah beieinander. Drücke die so ein bisschen in den Teig und lasse mir so einen Rand über. Das mache ich jetzt hier mit den ganzen Teilchen, belege die alle so mit Zwetschgenstückchen, damit ich lege die so rauf, dass die Zwetschgenschale praktisch nach unten guckt. So. Und am Rand bleibt so ein kleiner Streifen dann frei und da kommt gleich noch was drauf. Wenn ich die Teilchen so belegt habe, nehme ich mir einen nächsten Teigballen, arbeite die Reste da rein und rolle mir den wieder so aus. Wenn ich ihn wieder so dünn ausgerollt habe, jetzt etwas dünner noch fast, so 2 bis 3 mm dick, beginne ich jetzt so Streifen auszuschneiden. Ich habe hier so einen Wellenschneider, ihr könnt auch einen normalen Pizzaschneider nehmen oder einfach ein Messer. Damit mache ich jetzt so ungefähr 1 bis 1,5 breite Streifen. Wenn ich die Streifen soweit zerteilt habe, nehme ich jetzt einfach welche von diesen Streifen und lege die hier so drüber. Zuerst auf die längere, auf die breitere Seite, reiße immer wieder zwischendurch ab, so bis zum Rand, lege die so ganz locker drauf. Mit ein bisschen Abstand. Und so. Und jetzt noch einmal so in, also wie ein Netz, ja, einmal noch in der Mitte. Drücke die so hier am Rand ein bisschen fest. Nehme mir das nächste Teil. Lege das wieder hier drauf, drücke das am Rand fest. Und reiße immer das überschüssige, den überschüssigen Teig ab. So. Und so mache ich wie so ein Gitter den Teig, lege den so auseinander wie so ein Gitter, drücke die so ein klein bisschen fest und auch am Rand andrücken, etwa so. Jetzt nehme ich eins von den längeren Streifen und mache hier noch so einen Rand drumherum.
So, einfach so am Rand entlang drücken. Und hier wieder abreißen und festdrücken. Das Ganze drücke ich jetzt auch wieder so ein bisschen aneinander und auch nach unten, damit das fest sitzt. Und dann ist das Teilchen auch schon fertig. Genauso mache ich jetzt mit dem nächsten Teil. Lege wieder erstmal das Quergitter sozusagen. Erstmal in der Mitte. Drücke immer am Rande fest. Wenn meine Finger kleben, gebe ich ein bisschen Mehl drüber. So. Nehme mir das nächste Teil. Und wieder einmal noch in die Quere drüber und dann ist auch fertig. Jetzt nehme ich mir wieder eins von den längeren Teilen und lege das außen rum. Einfach wie so eine Umrandung, damit der Saft sich schön dort versammelt. Drücke das hier so am Rand ein bisschen fest, auch nach unten, damit das richtig schön sitzt. Und so mache ich es jetzt mit alle Teigteilchen. Drücke die immer wieder so ein bisschen zusammen und gehe zum nächsten über. Bei mir hat es jetzt 12 Stück ergeben. Und ich stelle die jetzt in den Backofen, den habe ich ja bereits vorgeheizt, auf 180 Grad, Ober- und Unterhitze, für 15 bis 20 Minuten. Bei mir waren die jetzt 17 Minuten im Backofen und jetzt nehme ich die raus. Ich schiebe die auch gleich rüber hier aufs Kuchengitter. Hier lasse ich die jetzt abkühlen. Das Gebäck ist jetzt abgekühlt und ich mache jetzt die Zuckerglasur. Dafür brauche ich 130 Gramm Puderzucker, einen Esslöffel Zitronensaft, den habe ich mir einfach aus einer Zitrone ausgepresst, und 3-4 Esslöffel Schlagsahne. Zuerst gebe ich den Zitronensaft zu dem Puderzucker und etwa die Hälfte der Schlagsahne. Jetzt verrühre ich das Ganze mit einem Schneebesen. Jetzt gebe ich noch etwas Schlagsahne hinzu, aber noch nicht alles. Und verrühre weiter. Wenn es immer noch so dickflüssig ist, ich brauche es etwas dünnflüssiger, dann gebe ich noch ein wenig Schlagsahne dazu. Die Zuckerglasur muss ich so ein wenig ziehen. So, das ist noch ein bisschen zu wenig, deshalb gebe ich noch ein wenig Schlagsahne dazu. So ist es schon gut. So kann ich es lassen, wenn es sich so ein wenig zieht. So will ich es haben. Da müsst ihr dann selbst schauen, je nachdem wie groß eure Esslöffel sind, zu Anfang nicht zu viel reintun und so nach und nach einfach ein wenig dazugeben, bis ihr die richtige Konsistenz habt, die ihr haben möchtet. Wenn man jetzt das noch dünnflüssiger haben will und das nur so ganz dünn draufstreichen möchte, dann kann man noch einen halben Esslöffel oder einen ganzen Esslöffel Schlagsahne dazugeben. Ich wollte es diesmal so ein bisschen dicker drauf schmieren, deshalb lasse ich das jetzt so. Ich habe hier einen Spritzbeutel fertig gemacht und gebe die Zuckerglasur jetzt in den Spritzbeutel hinein.
Hier oben mache ich mir so eine Klammer rein. Und unten schneide ich eine kleine Spitze ab. Und jetzt mache ich so Streifen drauf. Einmal so lang und einmal so, so wie auch das Muster von dem Teigstreifen ist. So sieht das Gebäck jetzt aus. Ich warte jetzt, bis der Zuckerguss fest wird und dann kann man die auch schon genießen. Von euch werde ich mich dann jetzt verabschieden. Ich danke, dass ihr dabei gewesen seid. Macht dieses Gebäck mal nach. Ich denke, euch wird das auch sehr gut schmecken. Und jetzt ist ja gerade auch die Pflaumen- und Zwetschgensaison und da passt es auch ganz gut. Ich wünsche euch jedenfalls alles Gute und gutes Gelingen und sage an dieser Stelle bis zum nächsten Mal.